Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero. Hi, ich bin Tim von Bohai und wir sind heute auf dem Weihnachtsmarkt hier in Münster unterwegs und haben uns für euch umgeschaut, was die Leute so über den Weihnachtsmarkt sagen, was ihre persönlichen Highlights sind und was gerade unseren Weihnachtsmarkt auszeichnet. Ich finde die Ecke, wo man ganz viel Glühwein trinken kann, im Egidi-Markt ganz schön. Ich finde es am schönsten, wenn der Prinzipalmarkt leuchtet. Also wenn es Abend wird, ein bisschen dunkel und dann gehen die Lichter an, das ist ganz schön. Auch ich finde es schön, dass es generell mehrere Weihnachtsmärkte hier gibt und alles so einen mittelalterlichen Touch hat, alles ein bisschen gemütlich ist und weitflächig. Man kann, wenn der eine Weihnachtsmarkt voll ist, rumgehen zu dem nächsten und da ist vielleicht nicht so viel los und das gefällt mir sehr gut. Im Endeffekt die ganze Stimmung hier untereinander, die ganzen Studenten, die da sind, einfach das Miteinander ist einfach ganz anders als auf anderen Märkten, ist ein bisschen locker mit dabei. Also bei schönem Wetter über den Weihnachtsmarkt zu gehen ist wunderbar. Und vor allen Dingen die Entfernung zwischen den Weihnachtsmärkten, da die Stadt abzulaufen, finde ich wunderbar. Ja, und kleine Dinge kann man auch schöne erstehen, dass man irgendwas, wenn man was verschenken will. Das Angebot ist landestypisch. Es gibt schöne, ordentliche Gerichte, Grünkohl vor allen Dingen. Also uns gefällt es sehr gut. Der Schmuckstand am Egedi-Markt, weil er den allerschönsten Schmuck hat. Ja, nur weil es so Leckereien gibt, die so ein bisschen speziell sind. Also ich mag es sehr, also abends, vor allem wenn die ganzen Lichter dran sind, ich mag einfach die Schönheit daran. So rumspazieren, Glühwein trinken und so. Geselligkeit? Ja. Ja, wie heißt das in Deutsch? Gemütlichkeit? Gemütlichkeit. Ja, okay. Ja, das. Und das da ist ja sehr schön hier. Mit den, da gibt es so Boxen und man muss, also es sind alles so Knobelsachen. Da gibt es so Würfel, die man zusammensetzen muss, so Boxen, wo man rausfinden muss, wenn man die aufmachen kann. Das fand ich ganz cool. Ich würde sagen, die Weihnachtsmarktstände, bei denen es auch vegane Sachen gibt. Zum ersten Mal achte ich ja darauf, auch auf Weihnachtsmärkten vegane Sachen zu holen und habe halt herausgefunden, dass es auch in Münster einige Sachen gibt. Der Glühwein und die Feuerzangenbowle. Das war's. Klassischerweise der Glühwein. Der Glühweinstand. Natürlich der Glühwein. Heidelbeer-Glühwein. Glühwein trinken. Im Endeffekt das. Und der Glühwein natürlich. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom.